Hallo und willkommen zum Thema Datenbank. Zum Glück habe ich es gerade noch rechtzeitig mit dem Fahrrad ins Büro geschafft, bevor das Gewitter kam. Was wir uns heute ansehen werden, sind fortgeschrittene Konzepte bei der semantischen Datenbankmodellierung. Genauer die Konzepte der Aggregation und der Komposition. Diese verwendet man zum Beispiel, um darzustellen, dass eine Filiale aus mehreren Räumen besteht oder mehrere Produkte in einem Geschenkkorb enthalten sind. Ich arbeite gerade an der Erstellung des semantischen Datenmodells für die neue Datenbank meiner Lieblingsbäckerei. Ein erstes semantisches Datenmodell habe ich hier schon vorliegen. Die Informationen aus der Domänenanalyse habe ich jedoch bisher noch nicht in das Klassendiagramm eingearbeitet. Dabei handelt es sich um Beziehungen zwischen einem Ganzen und seinen Teilen. Diese Beziehungen sind stärker als normale Beziehungen und drücken aus, dass das Ganze seine Teile besitzt oder gar daraus besteht. Solche Beziehungen wollen wir im semantischen Datenmodell speziell sichtbar machen. Was sind nun Beziehungen zwischen einem Ganzen und seinen Teilen? Beispielsweise Teams, die Mitglieder besitzen, Bücher, die aus Kapiteln bestehen oder auch Räume, die Teil von Gebäuden sind. Wenn ich derartige ganze Teilbeziehungen modellieren möchte, bietet UML dafür eine eigene Notation an. Auch Fahrräder können technisch als Ganzes bestehend aus einem Rahmen, zwei Rädern und einem Sattel gesehen werden. Wir modellieren diese Beziehung in dieser mit einer Raute versehenen Form. Dabei wird eine Raute auf der Seite des Ganzen gezeichnet. In diesem Beispiel beim Fahrrad. Jedes Fahrrad besteht also aus genau einem Rahmen, zwei Rädern und einem Sattel. Wenn ich nun im Modell ausdrücken möchte, dass die Teile, also die Räder, der Rahmen und der Sattel, auch unabhängig vom Ganzen, also hier dem Fahrrad, in der Datenbank gespeichert werden sollen, bleibt die Raute leer und die Beziehung heißt Aggregation. Wenn wir aber möchten, dass es Räder, Sättel und Rahmen nur dann in der Datenbank gibt, wenn sie Teil des modellierten Ganzen, also hier eines Fahrrades sind, verwenden wir die gefüllte Raute. Das bedeutet, gibt es das Fahrrad nicht mehr in der Datenbank, gibt es auch dessen zugehörige Teile in der Datenbank nicht mehr. Diese Konstruktion heißt dann Komposition. Kommen wir wieder zurück zu unserer Bäckereidomäne. Im Text der Domänenanalyse sind mir ebenfalls Beziehungen zwischen einem Ganzen und seinen Teilen aufgefallen, beispielsweise hier bei den Aussagen zu den Filialen der Bäckerei. Jede Filiale besteht aus mehreren Räumen. Weiters, jeder Raum hat einen bestimmten Verwendungszweck, zum Beispiel Verkauf, Gastraum, Lager oder Produktion und eine bestimmte Größe in Quadratmetern. Wir zeichnen im semantischen Datenmodell also die Klassen Filiale und Raum ein, fügen ihre Attribute mit den Wertebereichen hinzu und markieren die Primärschlüssel. Um die Komposition nun grafisch darzustellen, verwenden wir die gefüllte Raute, wobei die Raute auf der Seite der Filiale eingezeichnet wird. Jetzt ergänzen wir noch die Modulizitäten und unsere Komposition ist fertig. Hier habe ich auch noch eine typische Aggregation entdeckt. Es gibt auch Geschenkkörbe. Diese bestehen zumindest aus 5 oder mehr anderen Produkten und haben immer eine Produkt-ID. Außerdem ist die Anzahl der enthaltenen Produkte sowie das Gewicht abzuspeichern. Um das darzustellen, verwenden wir die Darstellung einer Aggregation. Denn Produkte sollen unabhängig ihrer Zugehörigkeit zu einem Geschenkkorb in der Datenbank verwaltet werden können. Auch wenn ein Geschenkkorb nicht mehr existiert, existieren die Produkte in der Datenbank weiterhin. Die leere Raute ist auch hier wieder beim Ganzen, also dem Geschenkkorb, eingezeichnet. So, während wir uns angesehen haben, was eine Aggregation und eine Komposition sind und wie wir sie verwenden, ist auch die Sonne wieder herausgekommen. Ein Tag besteht aus vielen Freuden. Bis zum nächsten Mal.